Hey Freunde, willkommen auf den Philippinen. Ich möchte mit euch eine Insel dritter Ordnung anschauen. Was zur Hölle ist eine Insel dritter Ordnung? Gut, dass ihr fragt. Man nehme eine Insel, zum Beispiel Luzon, die größte Insel der Philippinen, und die hat hier gerade echt nicht mehr ganz ins Bild gepasst. In dieser Insel gibt es wiederum einen See. In diesem See gibt es eine Insel. Das ist die zweite Ordnung. Diese Insel hat wieder einen See mit wieder einer Insel. Und das ist die dritte Ordnung. Also eine Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel. Yo, Dog. Und genau dieses Inselspektakel schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Wie schon gesagt, wir sind auf Luzon, der größten der philippinischen Inseln. Und dieser große See, den ihr gesehen habt, das ist im Kern ein Vulkan, so mehr oder weniger. Über die genaue geografische Lage bin ich mir da noch unschlüssig. Der gesamte See erscheint mir irgendwie zu groß für einen Vulkan. Auf jeden Fall ist hier ein Vulkan, den nennt man Tal mit Doppel-A. Und ja, da hat sich halt Wasser drin gesammelt quasi, und die kleinere Insel in dem See, also nein, die Insel zweiter Ordnung, jetzt komme ich hier schon durcheinander, die wir im Prinzip auch schon gerade genau voraussehen, die nennt man auch Volcano Island. Und die liegt halt in einem wirklich irrsinnig großen See. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das hier alles ein Vulkan ist, dieser gesamte See. Auf jeden Fall ist hier ein Vulkan drunter, das steht außer Frage. Und diese Insel heißt hier Volcano Island. Und da drin, in dieser Vulkanschlucht, hier hört meine geologischen Kenntnisse auch echt auf, wie man das alles nennt, das hat eine Reihe von Fachbegriffen. Und da liegt halt nochmal ein Kratersee drin. Dieser See, also der jetzt gleich in Sicht kommende, hoffentlich jetzt gleich in Sicht kommende, etwas kleinere See, hat so gut 2 Kilometer Durchmesser. Und da drin, diese kleine, winzige Mini-Insel, die nennt man noch Vulcan Point. Und da sieht man noch so langsam den See. Und wir sind hier über Volcano Island. Der Vulkan war übrigens Anfang des Jahres 2020 noch aktiv. Da hat sich auf einmal eine Aschewolke gebildet und da wurden auch so um die 300.000 Menschen hier irgendwie evakuiert und der Flughafen in Manila wurde dicht gemacht und all so ein Krams. Also das ist echt kein Spaß. Und da unten Vulcan Point. Die Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel, das ist irgendwie echt ein Schauspiel. Und ja, ist schon krass, dass das hier echt noch ein krass aktiver Vulkan ist. Und da hinten sogar irgendwelche Hütten am Berghang, vermutlich. Ich würde vermuten, Touri-Kram, sicher bin ich mir nicht. Ja, der drumherum liegende See ist schon etwas größer. Und die Insel hier hat eine Höhe von knappen 311 Meter. Das kommt auch ungefähr hin, wenn man auf den Altimeter guckt. Der See da drin, ungefähr 2 oder 3 Kilometer Durchmesser waren es, glaube ich. Und der größere See hier, was hatte ich gelesen, 20 bis 30 Kilometer Durchmesser oder 25 bis 30 oder sowas. Kommt ungefähr hin, sieht auf jeden Fall, also das ist schon echt groß. Na komm, einmal möchte ich da noch reingucken und ich glaube, dann fliegen wir auch schon so langsam wieder zurück. Wenn ihr das selber sehen möchtet, kann ich euch natürlich nochmal eben sagen, von wo aus ich gestartet bin. Nehmt den Airport hier oder den Airport. Ich bin von RPST gestartet, weil RPUL ist ein militärischer Flughafen. RPST ist so ein kleiner Dirt Strip. Ganz schön windig hier.
Und das ist auch nicht die einzige Insel dritter Ordnung, die es so gibt. Ich weiß, dass es noch eine oben im Norden in Kanada irgendwo gibt. Die fand ich persönlich jetzt aber nicht so spektakulär. Und irgendwo auf der Welt gibt es noch ein paar. Aber das hier ist wohl die größte Insel dritter Ordnung. Diese kleine Insel da, Vulcan Point, ungefähr ein Durchmesser von 40 Metern. Also nicht wirklich groß. Und ich glaube, ein Haus bauen möchte man sich darauf auch nicht. Ist, glaube ich, über einem aktiven Vulkan eher uncool. Ja, cool. Wieder ein Punkt auf der Liste der anzuschauenden Dinge abgehakt. Und ohne VFA-Karte finde ich jetzt nicht mehr zurück. Schade. So sollte ich bestimmt diesen Dirt Strip wiederfinden. Das war halt echt nur ein kleiner Mini-Vince Strip da irgendwo. Na gut, dann mache ich mich mal wieder auf den Rückweg. Ich hoffe, es hat euch auch in dieser Folge gefallen, diverse Naturschauspiele unserer Erde zu sehen. Einen aktiven Vulkan mit einer Insel dritter Ordnung, was man auch irgendwie nicht so wirklich oft hat. Ist schon irgendwie ganz lustig, was die Natur so zu bieten und zu zaubern hat. Das ist schon echt eine ganze Menge. Und das alles nur auf unserem einzigen kleinen Planeten. Cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.